all die Ginflaschen sind Geschenke von Fans. Rock Sterling ist Alkoholiker, aber Evan rührt keinen Tropfen an. Er ist gerade auf einem Gesundheitstrip. Obst, Nüsse. Haben Sie die aus seiner Garderobe mitgenommen? Nein. Sie werden Brock doch nicht heiraten. Wir warten seit 4 Jahren darauf, dass es mit Anne offiziell wird. Sind Sie wirklich Arzt? Glioblastom. Reicht es als Beweis? Also keine Toxine am Set. Was macht er im normalen Leben? Ungewöhnliche Hobbys, abartige Freunde? Nein, ich war mal mit ihm aus. Er ist stinknormal. Und mit aus meinen Sie? Ich habe ihn letzten Monat um ein Rendezvous gebeten. Wir waren ein paar Mal weg, doch es passte irgendwie nicht zusammen. Zu winzig oder zu groß? Ist das medizinisch relevant? Ich bin Arzt und für mich ist das relevant, ja. So weit sind wir nicht gekommen. Wir haben nur ein bisschen rumgemacht und dann sagte er, er muss los. Er ist ein echter Gentleman. Das war schon mal nicht schlecht. Er ist impotent. Ständiger Verzehr von Sonnenblumenkern verursacht eine Vitamin-B6-Intoxikation und die ihrerseits Störungen des autonomen Nervensystems. Ein Abend ohne Sex und ein paar Sonnenblumenkerne und er hat eine autonome Dysfunktion. Der Typ weiß schon lange nicht mehr, wann er das letzte Mal imstande war. Cool, hä? B6 wird im Tox-Screening nicht erfasst und in der Wohnung haben wir nichts gefunden. Also müssen wir nur das B6 aus seinem Blut filtern. Bereiten Sie ihn für eine Plasmapherese vor. Dass er einmal nicht kann, heißt nicht, dass er impotent ist. Und stellen Sie doch bitte fest, woher diese Stimme kommt. Sie soll aus meinem Kopf verschwinden. Die Impotenz kann psychischer Natur sein. Er ist depressiv, hasst seinen Job. Plasmapheresen sind nicht risikolos. Im Schlaflabor könnten wir sehen, ob er eine Reflexreaktion kriegt. Absicherung ist was für Schwächlinge und Weicheier. Wir brauchen auf keinen Reflex zu warten. Wenn er keinen Hoch kriegt, wie Gott es wollte, dann kriegt er eben keinen Hoch. Ich zeige ihm nicht meine Brüste. Mangelnde Reaktion auf Ihre Dinger sagt uns gar nichts. Die 13 wird's ihm zeigen. Puh. Wo finde ich hier nur ein anständiges Paar Titten? Ihre Pornos liegen im Schrank. Alles bereit. EKG, Blutdruckmessgerät und das Erektometer. Das ist demütigend. Wir schließen die Jalousie, damit Sie völlig ungestört sind. Die Instrumente werden uns alles zeigen. Sieh ihn dir an. Dieser Kerl ist der größte Hecht auf dem Schirm und trotzdem unglücklich. Aussteigen bringt nicht viel, weil er überall auf der Welt unglücklich wäre. Es sind die Umstände, die bestimmen, ob wir... Du bist doch zufrieden in deinem Job, hm? Klar. Hattest du schon mal einen, wo du unzufrieden warst? Naja, ich hab mal im Kaufhaus Herrendüfte vertickt. Und, warst du unzufrieden? Ich hab nichts verdient. Das war ein miserabler Job, aber du warst zufrieden. Was ist mit dir? Bist du zufrieden? Nicht besonders. Herzfrequenz und Blutdruck steigen an. Sieht so aus, als würde sein Ding auch aktiv werden. Sein Glied ist funktionstüchtig. Es ist keine B6-Intoxikation. War das eben eine Ejakulation? Also manchmal, wenn man eine Weile nicht, ja. Herzfrequenz massiv erhöht, 220 und steigen. Drohender Herzstillstand. Wir haben ihn geschockt und den Sinusrhythmus wiederhergestellt. Er ist stabil fürs Erste. Vielleicht war es eine atypische septische Reaktion. Aber nicht ohne Fieber. Deshalb sagte ich atypisch. Dann kann es auch ein atypischer Ballensee sein. Er hat mal geraucht. Möglich wäre eine Paraneoplasie, bedingt durch ein Lungenkarzinom. Er hat vor 20 Jahren aufgehört und seine Kalziumwerte sind normal. Basedow, extreme Hyperthyreose führt zu systemischen Problemen wie Taubheit, Sehverlust und Herzstillstand. Sie wollen dabei sein. Ich muss dabei sein. Sie müssen es nur sagen, dann feuer ich 13. Sie müssen nur unterschreiben. Super Plan. Ich habe geblufft. Sie hat recht. Schalten wir die Schilddrüse aus, bevor sie ihn ausschaltet. Es macht das Ganze spannender. Aber sollten wir nicht erstmal klären, ob sie richtig liegen, bevor wir eine der wirklich wichtigsten Drüsen des Körpers zerstören? Wenn diese Drüse eine Zielscheibe aufs Herz gezeichnet hat, nein. Eine Radiotherapie erhöht das Risiko für Gefäßläsionen und alle möglichen Krebserkrankungen. Wir sollten einen Radio-Jod-Test machen. Wir? Will noch jemand einen Test durchführen, bevor Brocks Schilddrüse mit dem nächsten tödlichen Schlag vorbeikommt? Die Frage war rein rhetorisch. Sie waren noch sicher bei der B6-Intoxikation. Haus hat recht. Ehrlich? Ich meine, es stimmt, aber denken Sie das wirklich? Wenn er in eine thyreotoxische Krise schlittert, wird er sterben. Wir müssen seine Schilddrüse ausschalten. Thank you.
Machen Sie Schluss. Wenn wir die Schilddrüse radiotherapeutisch... Das werden wir nicht tun ohne Nachweis für Morbus Basedow. Machen Sie den Radiojodtest. Wenn Haus erfährt, dass... Er erfährt es ganz sicher. Haben wir erstmal den Befund. Dann werden wir seine Maßnahme durchziehen oder auch nicht.